Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem neuen Opening. Und zwar haben wir heute für euch die nicht mehr ganz so neuen, wobei doch ziemlich selten gewordenen Relaxo und Morpeko Pin Collections. Und ja, Dennis, hast du Bock auf dieses Fiasko-Produkt? Mhm. Wir haben ja, wie gesagt, einmal die Morpeko-Kollektion, die Relaxo-Kollektion. Wir hatten die in der Vorbestellung. Alle, die vorbestellt hatten, die haben sie ja zumindest mal bekommen. Die sollen Ende Juni nochmal kommen. Das heißt, wenn ihr jetzt im Shop die Dinger suchen solltet, die haben wir aktuell nicht da, aber die sollen nochmal kommen. Und wenn die nochmal kommen, dann werdet ihr es auf jeden Fall bei uns auf Insta oder YouTube wahrscheinlich auch erfahren, dass wir da ein bisschen mehr davon aufmalen. Oh. Und ja, du hast eben schon gesagt, du hast Bock darauf, dass da vielleicht nochmal ein paar mehr kommen, ne? Ja, ich hoffe doch, weil das ist echt immer mal so ein cooles Einsteigerprodukt. Das ist vor allem hat die Box, ich finde, richtig schön, der eine Pin bei der Relaxo-Box, den müssen wir uns gleich mal nochmal genau angucken. Bei der Morpeko-Box, die kommen übrigens mit 3 Boostern jeweils immer. Und einer wunderschönen Promokarte. Ähnlich im Design wie, beziehungsweise in der Verpackung, wie die Pin-Collections von Verborgenes Schicksal, die ja damals rauskamen. Boah, da bin ich mal, ich bin mal sehr, sehr gespannt auf das Side-Set. So. Einmal die Pin Collections. Wunderbar, was ist das denn hier? So, wir haben einmal die. Ich hoffe, das passt jetzt hier alles. Einmal die beiden wunderschönen Pin Collections von Relaxo und Morpeko. Super schönes Artwork-Style auf jeden Fall. Genauso wie die beiden Promokarten hier. Sind jetzt nicht besonders spielbar. Mhm. Aber direkt aus der Sleeve. Sind beide echt schön, finde ich, ne? Mhm. Was ist deine Lieblings-Promo? Die hier. Morpeko. Hier ist mehr los. Aber das Relaxo, das ist auch ein sehr Pin hier, davon schöner. Also hier so ein Mischmasch quasi. So, yes. Und wir haben pro Dingens Sonne, Mond, Eis, ist natürlich jetzt nicht so krass. Dann haben wir Sama Clash der Rebellen und Mama Vintage zuerst, ne? Auf I, auf jeden Fall. So. The good old Vintage Packs. Was wollen wir daraus noch ziehen? Mantidea, haben wir ja letztens im DLC gesehen, ne? Wir beginnen es heute Abend um 19 Uhr, sind wir natürlich wieder live, leider ohne Morpeko Collections, aber natürlich wieder mit schönen Boostern. Und wir hoffen natürlich, dass ihr da auch wieder Bock habt auf den Stream. Ein Akkub, Snowbull, Ibitak, Mabula, Habitak, Alola Slimer. Und Hit. Und oh. Ein Towers GX, Leute. Nice. Der erste Hit. Schauen wir mal, ob ich das hinkriegen kann. Also ich sag mal, ein Hit aus der Pin Collection ist natürlich sehr, sehr nice. Vor allem, weil es halt einfach nur 3 Booster sind, wie die Blister quasi, mega, mega random. Evoli, ein Sonnenmond könnt ihr auch haben. Ein Dragonier. Und was haben wir? Ein Primarine. Dieses very nice Pokémon. A very nice Pokémon. You mean that real? Ich finde die Karte irgendwie cool, muss ich sagen. Vor allem die Fuller, die habe ich gefeiert von dem Pokémon. So. Weiter geht's mit Portrott, Luxio, einem Fermicula, Brimova. Huda, Galamauzi, ein Giveaya, Carpador, Krypok und ich habe mich gespoilert, ein Rex Lisa. Deiner schmeckt mir so wie dieser. Nichts gut. So, weiter geht's auf jeden Fall. Clash der Rebellen. Schönes Set. Geraldine haben wir einmal. Luxio, Fandra, Bulpix, ein Hokumil, Galaporenta, Galamauzi, Raupi. Thanatora, Reverse Rare, immerhin. Und ein. Monte Carlo ist eine sehr seltene Karte, ne? Also. Habe ich gehört, ja. Wenn ihr wissen wollt, warum, guckt das Tausender Recap-Video. Haben wir ein Nugget. Skunk Tank, Mob, Pekko, Natu, Schmerbe, Ruffle, Knapfel, Talquap. Pandifrost in Reverse Rare und Capaloris. Capaloris. Ja, zumindest meine Box hat gegönnt. Deiner hat zumindest einen Hit, das heißt, ich muss hier zumindest mal einen Hit rausholen. Dann haben wir gleich nochmal diese wunderschöne weitere Relaxo-Pin. Die haben wir übrigens auch jetzt extra uns woanders nochmal gekauft, damit wir sie eben für ein Video jetzt mal noch haben. Damit wir sie wenigstens mal einmal aufgemacht haben. Und ja, übrigens, nächste Woche kommen ja die Toolboxen dann auch raus. Da werden wir wahrscheinlich dann auch ein Opening dazu machen. Das sind sehr, sehr nice Sachen da. Wir haben jetzt allerdings keine mehr in der Vorbestellung, also wundert euch bitte dann nicht. Wir hoffen mal, dass alles kommt, dann werden die direkt zu Release auch wieder im Shop sein. So, ein Sichlor, ein Furnifras und kann ich hier noch einen Hit rausholen? Ein Grabby. No. Aber immerhin noch eine Holo. Du hast auf jeden Fall mal einen Hit. At least it's something, I guess, ne? Yes. So.
wunderschöne Mopeco. Da hätte ich auch gerne ein Display von aufgemacht. Die kommen ja auch wieder in so richtig geilen Display-Verpackungen, dass du da viermal Mopeco, viermal Relaxo drin hast. Sehr schön. Einmal das Relaxo. Die Pin. Und drei wunderschöne Booster. So, einmal nochmal Vintage Dennis. Und zweimal. Aber klar doch. Ich hab grad gedacht, hä, warum sind denn da. Das hättest du die Booster noch mal gelassen. So, schauen wir mal. Lass uns mal überraschen. Upside Down Code, Leute. Für die hier ein bisschen die Challenge. Wir haben eine kleine Challenge. So. Wow. Grüße gehen raus an Bauerknolle. Ne, der heißt Würfel. Ach. Aqua. Evoli. Würfel. Velo, ja, war aber Würfel. Evoli. Und ein. Da kam Falter für Dennis. Falter für Dennis. Heißen die wirklich so hier? Ja, der Großbauer hier heißt Bauer Würfel. Der gute Bauer Würfel. Also, die nächsten, ey. Ja, Leute, wir arbeiten auf jeden Fall an unserem Sound-Equipment noch. Wir haben ja jetzt im Stream zumindest mal schon mal den PC konfiguriert. Ich bin mal gespannt, wann der ankommt. So, Anziehungsnetz, Plaudergei, ein Skunkapu, Pipi, Voltoball, Nasknet, Singul, Skunkapu und ein, noch ein Smetbo. Also ich sag mal Double Smetbo hier. Meinst du, wir schaffen es noch, nochmal ein Smetbo hier rauszuholen? Ich hoffe nicht. Ich auch nicht. Aber die Möglichkeit wäre da und es wäre schon irgendwie witzig. So, aber Lombrero. Ein Hit wäre besser. Resladero, sehr wohl. Wir haben hier einen Magma, Electek, Raffel, Schneebedeck, ein Natu. Und komm. Und ein Galar Flampivian. Ja, dann wäre das Smetbo doch besser gewesen, ne? Ja, der einzige Hit leider nur. Das gute Tauros, aber wie gesagt, man hat ja immer noch die ganzen anderen Produkte drumherum, sage ich jetzt mal. Wie gesagt, mal gucken, ob die Dinger jetzt Produkte. Dann. Produkte! Endlich wieder ein bisschen was aufreißen, Leute. Bin mal gespannt, ob die Dinger nochmal kommen jetzt und wie häufig die dann nachher noch kommen. Aber ich glaube schon, dass sie nochmal kommen, weil ich meine, was ist an dem Produkt so besonders, dass es so selten gedruckt werden sollte? Also von daher. Wir sind mal gespannt, Leute. Wie gesagt, ansonsten könnt ihr trotzdem den Shop abchecken. Oh ja, an die Kette, ey. Die Relaxo Chain. Hat auf jeden Fall Style, Leute. Oh wow. So fett. Erstmal. Ich gönne mir Relaxo. Bis zum nächsten Mal. Ist auf jeden Fall mal Style. Ich habe jetzt gerade leider keine Kette da, sonst hätte ich mir auch eins anziehen können. Ja, David, möchtest du noch was sagen? Gibt's noch was zu erzählen? Nein, wir machen jetzt direkt gleich weiter mit dem nächsten Opening. Da machen wir irgendwas Bescheides machen wir auf, bestimmt. Warhammer ist es nicht. Keine Panik. Leider nicht. Ja. Ansonsten. Wie gesagt, heute Abend in den Livestream, Leute. 19 Uhr sind wir wieder live, also checkt das sehr, sehr gerne ab. Und dann sehen wir. Gönnt euch Displays. Kauft mehr Karten, Leute. Bis dann, haut rein. Ciao.